Happy und willkommen zu einer neuen Folge Dark Souls 3. So, wir haben hier so einen lustigen Gegner. Was macht unser Schwert jetzt für ein Damage? 187, vielleicht sollten wir mal... Ne, sollten wir definitiv nicht. Nein. Und Feuer brauchen wir sowieso nicht versuchen. Feuer ist... Ja. Giftige Uschi brauchen wir auch nicht. Nein. Die Schwarzklinge ist auch ganz schön schwer. Warum sind denn diese ganzen Waffen so schwer? Wir haben jetzt genau 70. Nehmen wir erstmal noch die Fackel weg. Warum sind die ganzen Waffen so schwer? Was ist denn da los? Alles ist schwerer als das, was wir jetzt haben. Weil sollte man meinen, so ein langes Schwert ist jetzt auch nicht gerade zimperlich. Von der Masse her. Aber okay. So, die Seelen sind mir jetzt eigentlich schon mittlerweile völlig egal, wenn wir welche verlieren. Momentan ja nicht, weil wir keine haben. Das wieder so in Angriff. Den direkt zum Start ist super Idee von dem. Schlecht für mich. Kam ich nicht weg. Und der aufsteht. Das ist auch... Ne? Er braucht zu lang zum Aufstehen. Ja, hast du gedacht. Kann ich den vielleicht irgendwie... richtig schön ärgern, indem ich irgendwie seine Waffe zertrümmer. Was war denn das? Du hast mich gar nicht getroffen, Depp. Ja. Ja. Hey! Ich kam noch nicht mal weg davon. Och, ich mag dich nicht, Junge. Ich mag den echt nicht. Der ist ja scheiße. Ich will aber keinen dazu holen. Ich will den allein machen, weil der an sich nicht schwer ist. Das Problem ist nur, die Kamera nervt mich richtig extrem. Dann wird er ständig... Ich visiere ihn an und er steht direkt vor mir und auf einmal ist er nicht mehr anvisiert. Und, aber das schlimmste Problem ist einfach bei diesem Spiel die Kamera. Bei allen Dark Souls-Teilen bisher ist die Kamera zum Kotzen. Gerade bei solch großen Gegnern brauchst du einfach mehr Übersicht. Und die hast du nicht. Die kriegst du einfach nicht. Fängt ja wieder mit dem Angriff an. Ja, und schon wieder war er nicht mehr angewählt. Und schon wieder haut er mir direkt rein rauf. Rollen! Alter! Ich komme auch einfach nicht hinter den. Normalerweise müsste man wie bei jedem anderen großen Boss unter seinen Beinen durchrollen können. Dann ist man hinter ihm und kann ihn kloppen. Ihn hier nicht! Du kommst nicht an ihm vorbei. Nicht mal neben ihm vorbei. Nein, du kommst einfach gar nicht an ihm vorbei. Ne? Du musst immer vor ihm stehen bleiben, weil das andere lässt das Spiel gar nicht zu. Du brauchst 3 Wochen, bis du an dem vorbei bist. Dabei ist er von den großen Bossen doch eher einer der kleinen. Mann. Oh, ich hasse ihn. Der ist doch, Mann, gar nicht so schwer. Junge, Junge. Da, ich bin weggerollt. Denkst du, er rollt mal an ihm vorbei? Macht er einfach nicht. Was war denn das? Habe ich 1000 Mal so gemacht. Hat er mich nie bei getroffen, ne? Alter, Alter. Ich hasse ihn. Er macht einfach zu schnelle Angriffe dann. Ist doch nicht machbar hier. Warum ist der so schnell bei mir? Das gibt's doch nicht, verfickte Scheiße. Der ist nicht machbar hier, wenn der ein Dauerangriff ist, der Hurensohn. Verfickte Scheißspiel, Mann. Ich hab jetzt wieder eine Glut. Boah, ich habe hier zu viel Klump drin, ey. Wir müssen vielleicht noch... Ah, der Scheiß.
Holz, Harzbündel ist einfach zu schnell weg, denke ich. Ja, fang doch wieder damit an. Ah, ich hasse ihn. Nimm deinen Scheißtrank, du Hurensohn. Mann! Nee, ich hab langsam keinen Bock mehr auf diesen Boss. Das ist nicht möglich, ey. Du kommst nicht an ihm vorbei. Du kommst nicht dazu, dich zu heilen. Warum ist mein Charakter so unglaublich langsam? Ich habe noch nie sowas Lahmarschiges gesehen. Der braucht 3 Wochen, bis er einen Trank nimmt. Der braucht 3 Jahre zum Aufstehen, wenn er mal umliegt. Was ist los mit dem Scheißspiel? Nee, echt. Ja, mach doch, was du willst. Ich geh weg. Tschüss. Ich verpiss mich. Ich hab keine Lust auf dich. Naja, spiel dir mal ein. Ich geh nach Hause. Keine Lust auf dich, du bist scheiße. Mach, was du willst. Geh kacken, Junge. Pack gleich meinen Bogen aus, ey. Hm, eigentlich. Damit nichts geht. Problem ist, in sein Feuerchen geht auch durch die Scheiße da durch. Oh, oh. Das macht gar nicht mal so wenig Schaden, ne? Oh oh. Ja, natürlich. Ah, der braucht 3 Wochen wieder. Scheint sogar eine ganz gute Methode zu sein. Was machst du mit dem Bogen? Du bist voll doof. Ja, ja. Es gibt nun mal diese Möglichkeit im Spiel, warum soll ich sie nicht nutzen? Das ist nämlich voll doof. Das ist nämlich voll doof. Ja, okay, das geht über mich drüber. Wo willst du hin, Dicker? Ja. Komm mir mal lieber nicht zu nah. Ja doch. Oh Gott. Jetzt ist er sauer. Ich aber auch. Oh, und hier komme ich nicht weg. Ich auch immer. Hallo, aufstehen. Hallo? Sieh doch mal an, Junge. So weit weg ist er doch nicht. Aber schon Gegner anvisiert, die weiter weg waren. Hehe. Hä? Ich bin so ein Feigling. Hallo, warum hat er jetzt nicht getroffen? Was war denn das jetzt?
Riesenvieh kann man ja wohl nicht verfehlen. Ja, ich mache auf den, nämlich den, der zu ihm rangeht. Diesmal? Wird mir jetzt aber langsam zu doof hier, ne? Oh. Jetzt ist aber auch mal richtig angepisst. Gott. Das ist der, der zu ihm rangeht, okay. Ein bisschen. Okay. Hey. Warum nicht gleich so, mein Freund? Da ist das Leuchtfeuer. Unterteil voraus. Aber es wird auch dir geschehen. Aha. Von Aussicht voraus. Gute Arbeit. Und meine nicht vorhandenen Seelen. Hier gibt es nichts weiter zu sehen. Gut. Kommen wir aber noch mal zurück irgendwann. Welcome home, speak. So, gleich nochmal aufsteigen. Bevor es zu spät ist, dann gucken wir mal, was der da oben Neues hat vielleicht. Was wollte ich denn jetzt überhaupt machen? Hier habe ich soweit. Glück wäre vielleicht mal, ich wollte aber eher Geschicklichkeit auf 30 bringen. Was natürlich auch gut ist für meine Waffe. Lass mal gucken, was der da oben für eine Waffe jetzt für mich hätte. Vielleicht. Vielleicht hier wirklich eine für mich. Ach da. Ah, der ist so klein, den siehst du nicht vom Weiten, ne? Aha, so. Das war der Altdämonenkönig. Das ist keine Waffe. Sowas hier brauche ich nicht. Eine Pyromantie ist nichts für den. Hoffnister, Wolfsblut, Kristallwesen. Hier haben wir von der Seele eines Dämons. Die wir jetzt auch haben, könnten wir das hier machen. Aber 28 Stärke. Nein. So, hier. 30 Stärke. Ja, natürlich, wenn ich das mit 28 nicht nehme, nehme ich das mit 30. Oh, Dämonenfaust. Aber skaliert nur mit Stärke. Naja. Ja, nein. Nein. Brauchen wir nicht. Kann ich denn jetzt noch irgendwie was aufwerten, aufrüsten, aufklatschen? Und. Kann ich der Alten hier noch irgendwas geben wieder? Ah, ja, warte. Sie hat hier, glaube ich, so nichts Neues dann, ne? Nee, nee. Nett. Wohl. Dieser Übermantel zum Beispiel. War der schon da? Ashen One. Hm. I don't know. Maybe. Ist hier was Neues? Könnte man denn noch? Ja, eigentlich gibt es für mich nur diese eine Waffe hier zurzeit. Einfach die beste. Einfach die
Gottverdammt beste Waffe im Spiel bis jetzt. Zumindest für meine Spielweise. Ne? Ja, der Bogen, da brauche ich wieder Titanitbrocken. Und hierfür brauchte ich Titanitschuppen. Ah, hier brauche ich überall was anderes, ne? Hier brauche ich Funkeltitanit für. Hier brauche ich kleine Titanitscherben. Davon habe ich ein paar. Würde aber halt auch nur die Haltung verbessern. Und halt den Schaden, aber das machen wir ja damit nicht. Aber halt in anderen Punkten wie Feuerschaden oder Resistenz ist halt das hier besser. Eigentlich in allen, außer ein Blitz. Ne? Außer ein Blitz, ansonsten ist das Ding ja in allen Punkten besser. Gut, wenn ich jetzt einen Gegner mit Blitz hätte. Ich kenne nicht auch, was das für ein Schild ist. Fähigkeit Waffenfertigkeit. Ah, das ist zum Beispiel ein Parierschild. Das hier auch. Warte mal. Doch. Das eine hier hat ja auch 100. Physischen. Siehst du, das hier hatten wir nämlich die ganze Zeit. Das wäre ein Parierschild. Und das hier ist halt keins. Ne? Nicht das hier. Oh. Da macht er quasi das, was er machen würde, wenn er es zwei Händen halten würde. Boom. Gleich mal in dich reingebumst. Das klang falscher, als es sollte. Freund voraus. Ja, hier sind alle meine Freunde. Sonst wären sie nicht hier am Feuerband schreien. Hurra für gelobt sei die Wonnesonne. Ach, schön, dass wir diesen Boss jetzt auch eliminiert haben. Mal sehen, ich will da später noch hin und die Ballistik zerstören und alles. Das ist klar. Ja, aber das war's jetzt erstmal für diese Folge von Dark Souls 3. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten wieder. Das war jetzt ein bisschen feige, wie wir diesen Boss gemacht haben mit Pfeilen und Bogen. Aber das Spiel gibt diese Möglichkeiten, warum soll ich sie dann nicht nutzen? Ja. Nur weil es ein bisschen Easy Mode ist. Das ist mir doch egal. Ich will hier nicht 100 Folgen an einem Boss verschwenden. Wir wollen ja auch irgendwann weiterkommen. Und mehr vom Spiel sehen. Und so weiter. Weißt du? Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Dark Souls 3. Bis dahin sagen Udo und ich Tschüss. Bis bald.